Die geschälten Süssherdöpfel in grobe Stücke schneiden. 1,5 Esslöffel Currypaste andämpfen, damit das Aroma sich gut entfaltet. Die Süssherdöpfel zugeben und kurz mitdämpfen. Die Bouillon dazugeissen, aufkochen und zugedeckt 15 Minuten weich kochen. Für die verlorenen Eier Wasser mit einem Schuss Essig aufkochen. Jetzt ein guter Trick. Mit dem Schwingbesen einen Strudel rühren und das Ei vorsichtig aus einem Schälchen in den Strudel gleiten lassen. So wickelt sich das Eiweiß ums Eigelb um. Nach 4 Minuten säufeli mit einer Schaumkelle rausnehmen und abtropfen lassen. Jetzt noch die Suppe mit einem Deziliter Rahm pürieren, mit Salz und Pfeffer würzen und anrichten.